Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Adrian an. Der heißt Adrian Dino Park, also nach dem Ersteller benannt. Wir fliegen jetzt hier einfach mal die Strecke entlang und dann geht's direkt in den Park. Ich mache das Ganze übrigens aus dieser Perspektive, weil der Park mega groß ist, damit das Video nicht allzu lange geht und wir die Sachen auch ein bisschen schneller erkunden können, mache ich es halt von oben. Das ist der Eingangsbereich, sieht schon mega cool aus. Richtig viel Liebe zum Detail. Ich finde das richtig cool mit den verschiedenen Wegfarben. Dann dieser coole geschlängelte Weg hier durch nochmal, das sieht nice aus. Und dann hast du auch ganz toll mit den Felsen gearbeitet, mit den Büschen. Dann noch eine kleine Sitzecke eingebaut. Sogar Lampen. Und bei diesem geschlängelten Weg hast du auch nochmal so Banner eingebaut. Das ist schon echt toll gemacht. Und dahinter hast du es auch richtig schön gestaltet mit Felsen, Büschen und Bäumen. Du hast ja auch schön viele Palmen eingebaut. Da kommt dann auch so ein bisschen Urlaubsstimmung auf. So soll es ja auch sein. Und vorne ist auch nochmal so eine schöne Sitzecke. Das hast du wirklich toll gemacht mit den Dekosachen. Das ist echt ein sehr gelungener Eingangsbereich, wie ich finde. Und dann haben wir hier vorne auch den ersten Turm. Und dann schauen wir mal. Also da haben wir auf jeden Fall Uranus, Euoplocephalus. Aber da kommt noch ein Urano. Da ist aber bestimmt noch mehr drin, weil ich glaube, hier führt auch so eine Tour durch. Das ist auf jeden Fall so eine Strecke. Aber das sieht auch super tropisch aus. Sieht nach einer echt spannenden Tour aus. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir die dann fahren. Oh, da hinten ist auch noch ein Dinoceratops. Wir fliegen jetzt aber mal weiter. Nämlich hier links den geschlängelten Weg entlang. Oh, das ist echt krass, wie viel Liebe zum Detail du hier reingesteckt hast. Das ist hier richtig schön alles. Das gefällt mir so gut mit der Deko. Selbst hier an den Wänden und so hast du noch so Felsen platziert. Das sieht richtig cool aus. Und auch die Bepflanzung an ganzen Stellen hier gefällt mir richtig gut. Sieht alles richtig sauber aus und ist mega stimmig irgendwie. Ist ein wirklich tolles Gesamtbild, was du hier erzeugt hast. Hier sind nochmal mehr Toiletten. Und hier ist ein Industriebereich, so wie es aussieht. Auch mal interessante Idee. Hast du so mit drei Überwachungstürmen quasi versehen. Und selbst hier hast du sogar Deko und sowas eingebaut. Die Felsarbeit ist auch richtig cool. Mit den verschiedenen Felsfarben und so hast du hier auch toll gearbeitet. Und dann hier auch wieder eine Erhöhung mit drin. Wieder tolle Felsarbeit und auch wieder richtig tolle Bepflanzung. Hier ist auch so ein Kreis, wo man verschiedene Abzweigungen hat. Oh, da ist so ein bisschen Jurassic Park Feeling, wenn man hier so hinguckt. Aber das sieht hier auch richtig cool aus. Das ist halt echt so ein kleines Film-Easter Egg, würde ich sagen. Also sieht schon echt so ein bisschen so aus wie im Film. Auch wenn du natürlich deinen eigenen Touch da reingebracht hast. Aber richtig toll. Und auch hier hast du nochmal einen Turm eingebaut. An das Gebäude dran. Also das hast du auch wieder super kombiniert. Und ich glaube, ihr seht jetzt auch schon, warum ich euch das gerne von oben zeigen wollte. Weil es hier echt viel zu sehen gibt. Und es hätte halt ewig gedauert aus Besucherperspektive. Hier links geht's auch nochmal lang. Ach, guck mal, wie schön das alles aussieht. Das ist echt krass. Ich komm gar nicht mal aus dem Staunen raus, wie sauber du hier gearbeitet hast. Hier auch wieder tolle Felsarbeit, überall Deko. Mega, wirklich mega. Also viel perfekter geht's halt nicht. Auch hier richtig schön der Wasserbereich. Im Hintergrund immer Höhenunterschiede. Man kann hier auch noch den Flieder sehen. Felsen super platziert, die Bepflanzung ist super. Also das ist auch wirklich wieder ein klasse Gehege. Wir fliegen aber mal weiter. Neben dem coolen Innovationscenter hier aus der Jurassic Park Ära kommt nämlich eine richtig coole Hotelanlage. Auch in diesem Jurassic Park Style.
Aber selbst hier sind auch wieder verschiedene Wege und so eingearbeitet. Das fällt einem halt gar nicht alles auf, wie viel Liebe zum Detail hier drin ist, weil das alles wie in einem Guss halt aussieht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber das ist wirklich richtig toll gemacht hier. Und von den Hotels hat man dann halt eine mega Aussicht. Also die Hotels sind halt direkt hier im Gehege. Und dann kann man hier, wenn man im Hotel ist, direkt in das Gehege perfekt reinschauen. Mit Stegos und Paras. Und selbst hier hast du so ein bisschen Deko eingebaut. Finde ich aber gar nicht schlecht. Das ist eine coole Idee. Na, Gullis sind auch noch da hinten. Wunderschön. Auch tolle Dinosaurier-Auswahl. Guck mal, wie nah die da auch gerade vorgehen vor die Galerie. Alter, wie perfekte Show der gerade macht für die Leute, die hier in der Galerie sind. Stellt sich genau quer davor und macht dann seine Animation. Ist ja genial. Und die Ansicht ist auch hier in die perfekte Richtung, also genau in das Gehege. Kann man alles sehen. Ach, cooler Paraskin mit dem türkisen Streifen. Den habe ich auch noch nie gesehen. Ich finde das auch hier wieder richtig cool, weil das Gehege, ich kann es euch mal zeigen von oben, geht halt hier so runter. Dadurch hat man halt perfekten Blick hier auf das Wasser. Und im Hintergrund geht es dann wieder hoch. Das finde ich halt optisch immer richtig schön, weil man dann auch so eine richtig schöne Hintergrundlandschaft hat. Und die Dinosaurier laufen hier halt wirklich auch perfekt lang. Das ist echt richtig krass. Ich glaube, du hast hier auch zwei Hotels ineinander platziert, kann das sein? Oder ist das hier einfach ein großes Hotel? Das ist wahrscheinlich einfach ein großes Hotel. Aber schaut mal, wie perfekt das ist. Das ist echt Hammer. Was für eine schöne Aussicht man hier hat aus diesem Hotel. Und weiter geht's. Auch hier wieder mit einem schönen Platz. Mit ganz vielen Deko-Objekten. Dann haben wir hier hinten auch nochmal ein selbst kreiertes Gebäude, so wie es aussieht. Mit Aussichtstürmen. Oh, da sind Spinos. Also hier kann man dann schön nochmal ins Spino-Gehege schauen. Der Ausblick ist, glaube ich, auch perfekt aus dem Turm. Aber ich werde jetzt mal nicht reingehen. Das ist schon echt cool. Kann man genau sehen, wie der da unten frisst. Auch wenn er natürlich jetzt aufhört, wenn ich gerade gucke. Aber auch wieder richtig schöne Bepinselung vom Terrain. Das sieht auch richtig cool aus. Ist auch echt super gemacht. Auch in jedem Gehege Höhenunterschiede. Wahnsinn. Hier hat man auch nochmal einen tollen Blick. Das Gehege. Und wir fliegen wieder weiter. Das hier ist, glaube ich, auch alles selbst platziert, ne? Sind die Dinger hier selbst platziert? Ne, ich glaube nicht, oder? Das will ich jetzt aber mal wissen. Wartet mal. Doch, die sind auch selbst platziert. Oh mein Gott. Wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Hammer, ne? Und der Park ist wirklich riesig, also wenn du das wirklich so durchgezogen hast, finde ich das echt beeindruckend. Dann steckt echt viel Arbeit drin in diesem Park. Ich finde es übrigens cool, dass du hier bei den Spinos diesen Jurassic Park 3 Zaun verwendet hast. Der ist halt mega passend für sowas. Hier auch nochmal ein Schutzbunker. Auch sehr passend für die Spinos. Guck mal, auch hier kommen die Spinos perfekt vor diese Galerie. Also die Besucher haben hier echt Glück. Die kriegen hier echt gute Bilder von den Dinos zu Gesicht. Hier ist auch wieder richtig schön, dass es runtergeht. Dann hat man echt eine tolle Übersicht auf das Gehege. Auch mit zwei verschiedenen Ebenen sogar. Einmal hier unten und dann einmal hier oben. Richtig gut gemacht. Ich würde mir das alles gerne noch viel, viel länger angucken. Aber das Video soll ja auch nicht zu lang werden, weil der Park halt so riesig ist. Ich darf das Savegame hochladen, das kann ich schon mal sagen. Das heißt, wenn ihr den Park nochmal genauer unter die Lupe nehmen wollt, könnt ihr das gerne selber tun. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber hier nochmal in diese Tour und fahren mal damit. Das ist jetzt, glaube ich, das Uranosaurus-Gehege, was wir als allererstes vorhin gesehen hatten am Eingang. So, wer findet den Dino? Natürlich ihr alle. Da links, getarnt als Stein, ein Uranosaurus.
Der ist echt ein bisschen getarnt, oder? Weiter geht's. Oh. Da wurden wir fast erwischt von einem Sinoceratops. Aber hier kommt auch richtig schönes Dschungelfeeling rüber. Also die Bepflanzung hier gefällt mir auch mega gut. So alles richtig dicht bepflanzt. Schön an so Felsen hier vorbei. Dann holen wir mal schnell die Kollegen außen. Und hier vorne kommen dann auch noch mehr Dinos. Nochmal schöne Uranus mit einem ganz tollen Skin. Oh, Vorsicht. Die sind aber gefährlich hier, die Dinos. Nehmen wir auch nochmal einen schönen Apato. Auch ein toller Skin. Oh, und wie schön die hier alle auch noch liegen und schlafen. Das ist ja wirklich wundervoll. Der Urano legt sich da auch gerade hin. Oh. Die Bäume sind doch aber manuell safe platziert, oder? Wartet mal, das interessiert mich gerade mal. Sind die echt so? Von dem Tool her platziert worden? Das sieht halt so perfekt aus, dass hier noch so viele Bäume hingepasst haben. Und die sind nicht manuell platziert. Das finde ich ja beeindruckend. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber das ist echt mega cool. Wir fahren weiter. Die Strecke war auch noch an keiner Stelle zu steil oder so. Ist alles perfekt übergeglättet. Du bist wirklich ein Perfektionist. Das war eine tolle Tour. Und dann fliegen wir direkt in diese Richtung weiter. Ich glaube, ich biege jetzt erstmal rechts ab. Oh, hier ist auch nochmal richtig schöne Deko. Das dürfte aber kein Gehege sein. Sieht auch cool aus mit dem Hintergrund so, mit diesen riesen Bergen. Fliegt mal direkt hoch. Hier ist auch nochmal eine schöne Besucher-Area. Auch mega schön gestaltet. Mit ein paar Getränkeläden und Essensläden. Und dann auf dieser Seite ist nochmal ein riesiges Gehege. Da nochmal ein riesiges Pflanzenfressergehege, so ein Mischgehege, glaube ich. Oh, wie cool das ist! Wenn man hier oben läuft, sieht man nur so den Hals von dem Brachio. Das ist ja richtig cool. Jetzt kommt er langsam hochgelaufen. Es sieht aber auch hier aus Besucherperspektive echt krass aus. Jetzt sieht man erst, wie groß sie sind. Auch der Jurassic Park 3 Skin. Das ist ein schönes Bild gerade. Ich finde es hier auch besonders cool, dass du bei diesem großen Gehege so viele Höhenunterschiede hingebaut hast. Das ist ja richtig krass. Du hast hier echt viele Ebenen eingebaut von der Höhe. Hier unten ist eine, da ist eine, da oben ist eine. Ich glaube, das hier ist auch nochmal eine andere Ebene. Und hier oben. Das ist echt kompliziert und schwierig, sowas zu bauen. Weil mit Höhenunterschieden, das ist teilweise echt schwierig. Und wenn man dann noch so viele in ein Gehege einbaut, das dann hinzubekommen, dass das gut aussieht, das ist echt nicht leicht. Hast du aber echt toll gemacht. Es wirkt dadurch halt richtig cool, das Gehege. Hier sind auch nochmal ein paar Toiletten und so. Und auch Beobachtungsgalerien. Ich würde gerne mal hier in die vordere reingehen. Hier hat man dann wirklich nochmal einen tollen Ausblick auf das Gehege. Ich finde es ja auch richtig cool, dass man auf der Rückseite gar keinen Zaun sieht, sondern nur so diesen Berg im Hintergrund. Dadurch wirkt es halt so, als wenn dieser komplette Bereich, auch der Hintergrund, noch zu dem Bereich für die Dinosaurier gehört.
Da hat man nicht das Gefühl von Gefangenschaft. Fliegt er jetzt aber einmal noch rüber. Könnt ihr es nochmal besser sehen. Wir fahren da gleich auch nochmal durch mit Natur. Ich finde das mit den Höhenunterschieden so cool hier. Guck mal, wie nice das aussieht. Das ist echt krass. Hier sind auch voll viele Dinos drin. Kriegen wir aber gleich nochmal genauer zu Gesicht. Dieses Gehege ist so cool. Und das ist so gut gemacht mit dem Berg im Hintergrund. Aber ich fliege mal weiter. Da vorne kommt die Jurassic Tour, so wie es aussieht. Da gehen wir gleich mal hin, aber erstmal checken wir hier den Bereich aus. Hier gibt es nämlich auch nochmal einiges zu sehen. Auch hier hast du wieder die Gebäude schön kombiniert. Und dann eine schöne Lagune zum Abschluss gemacht. Oh, du hast sogar in der Lagune Dekosachen eingebaut. Wie hast du das denn gemacht? Du hast hier auch den Haifeeder halt mittendrin so. Krass. Und hier ist auch der halbe Hai abgefressen worden und irgendwie wird er nicht nachbefüllt. Also er scheint so ordentlich rumgetrickst zu haben und das sieht voll cool aus. Habe ich noch nie gesehen. Schreib's gerne mal in die Kommentare, wie du es gemacht hast. Aber ich finde das mit dieser Insel da in der Mitte echt cool. Ich werde jetzt aber mal nicht in die Galerien reingehen, sondern so mal reinfliegen, damit wir die Dinos sehen. Da ist ein Fisch. Wegen dem sind wir hier. Ne, hier gibt es natürlich dann auch noch Kronos. Wo sieht das von unten aus? Okay, interessant. Ich habe echt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber hier ist, glaube ich, auch noch mehr drin. Die Frage ist nur, wo? Da vorne. Dürfte ein Elasmo sein und ein Ichthi. Und im Hintergrund wird, glaube ich, gerade gejagt oder so. Ach nee, das ist der Chrono. Ich glaube, hier sind Chronos drin, Elasmus und Ichthis. Oder ist das hier noch was anderes? Nee, ich glaube, das sind mehrere Ichthis. Und nochmal ein Chrono. Ja, ein Ichthi, der gerade flüchtet. Und nochmal ein wunderschöner Chronosaurus. Jetzt würde ich sagen, fliegen wir zu unserer Tour. Und los geht's ins Gehege. Das ist jetzt, glaube ich, schon direkt dieses große Gehege, was ich so cool finde, dieses Mischgehege mit den verschiedenen Ebenen. Hier haben wir Oloro Titans, Iguanodons. Ich düse jetzt aber mal mit Vollspeed hier lang. Bin jetzt echt mal gespannt, ob die Strecke wirklich nirgendwo zu steil ist. Weil sowas passiert halt schnell, wenn man hier so viele Ebenen einbaut. Aber bis jetzt sieht das alles noch sehr gut aus. Und auch hier ist die Bepflanzung wieder so cool, dass man da so eng dran vorbeifährt, links und rechts. Hier wieder tolle Felsen. Super platziert. Und dahinter kommt dann direkt ein Brachio zum Vorschein. Und jetzt geht's hier wieder runter. Selbst das hier ist gut übergeglättet. Also du scheinst hier wirklich alles nochmal mega kontrolliert zu haben, ob die Tour noch sich gut fahren lässt. Und bis jetzt gibt's hier echt nichts zu bemängeln. Die Ceratopsen sind hier auch. Oh, wie süß der da schläft. Oh, oh. Autsch. Da links oben waren wir gerade drin. Okay, das hat perfekt funktioniert mit dem Fahren. Echt eine richtig tolle Tour. Aber scheint hier noch weiter zu gehen. Vielleicht in ein anderes Gehege oder so? Das ist auf jeden Fall so ein Übergang.
Oder geht's hier nur zurück? Ach, hier geht's nur zurück. Okay. Na, war's auch nur durch ein Gehege. Aber war mega cool. Hier sind wir von rechts abgebogen. Jetzt fliegen wir mal geradeaus weiter. Mal schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall wieder Aussichtstürme. Das sieht auch von oben wieder richtig cool aus. Ich finde das mega cool, dass du immer hier das so abgesteckt hast am Rand der Gebäude. Und ich finde es auch cool, wie du die Gebäude so kombiniert hast miteinander. Also, das sieht richtig nice aus. Hier hat man sogar nochmal so einen Ausblick in ein Gehege über die Baumwipfel so rüber. Aber gerade sehe ich leider nichts, was sich da bewegt, außer eine Ziege. Also es scheint ein Fleischfressergehege zu sein. Ich habe gerade einen Rex schreien hören, also maybe ist es ein Rex. Ich weiß es aber nicht. Dann wir gehen einfach mal weiter. Finden wir bestimmt gleich raus. Oh ja, hier vorne ist nochmal eine Galerie. Da gehen wir sogar mal schnell rein, würde ich sagen. Und dann haben wir nochmal einen wundervollen Blick auf das Gehege. Und da ist auch der Dinosaurier. Nämlich ein Rexy. Ich glaube, der hat da gerade eine Ziege oder so erlegt. Hinter den Palmen. Ja, jetzt geht er da unten trinken. Da hinten ist auch noch ein zweiter. Auch wieder ein super interessantes Gehege. Und auch wieder richtig schön mit den Felsen. Ach, guck mal, jetzt wieder hier direkt vor der Galerie. Also die Besucher hier in deinem Park haben echt Glück. Die Dinosaurier scheinen hier echt immer direkt hinzulaufen und Show zu machen für die Besucher. Sagen wir, fliegen jetzt mal direkt hier weiter. Toiletten und Schutzraum. Und hier kommen wir nochmal zu einem weiteren Bereich. Oha, das ist ja auch richtig cool hier. Mega. Du hast hier einfach so Jurassic Park Tore als Deko verwendet. Und dann in der Mitte so richtig cool gemacht mit Felsen und Bepflanzung und allem. Das sieht ja richtig krass aus. Voll die gute Idee. Schwimmt da auch was drin? Ich glaube, das ist nur Deko. Hier scheint jetzt nichts drin zu schwimmen. Das ist ja cool. Sehr tolle Idee. Hier wieder alles richtig schön gemacht mit den Besucherläden. Und dann geht's hier vorne auf ein riesiges Aviarium zu. Selbst hier hast du wieder so schön mit den Höhenunterschieden gearbeitet. Hier wieder so eine kleine Erhöhung und hier geht's richtig runter auch nochmal. Da hast du sogar auch nochmal Felsen und Wasser und sowas eingebaut, obwohl da nicht mal ein Gehege ist. Wirklich krass. Und hier geht's dann in das Aviarium, da fliege ich jetzt auch mal direkt rein. Das Ganze war übrigens noch vor dem Update eingereicht worden, deswegen seht ihr noch nicht die neuen Deko-Sachen. Ich will gar nicht wissen, was du anstellst, wenn du die neuen Deko-Sachen in die Hände bekommst. Das ist ja jetzt schon so krass cool gestaltet und du hast so coole Ideen. Das ist auch mega schön hier drin. Richtig coole Atmosphäre. Aber wir fahren hier gleich auch nochmal durch. Oh, du hast hier sogar Dinos mit reingebaut. Also du scheinst hier in dem Aviarium Land- und Flugsaurier kombiniert zu haben. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal mit der Jurassic Park Tour einfach. Hinter den Kollegen her. Ab ins Aviarium. Hier werden wir direkt von ganz vielen Flugsauriern begrüßt. Und auch die Dilos sind hier. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde das alles so krass hier. Sieht alles so schön aus. Der
Park hat so eine coole Atmosphäre. Ich bin echt beeindruckt, dass der noch so flüssig läuft von den FPS. Also es geht halt echt noch klar. Ich hoffe, in der Aufnahme funktioniert das alles auch noch. Weil der Park ist halt so groß und so viele Details und so viele Objekte. Dass das noch klappt, das finde ich echt krass. Ja, auch eine richtig coole Tour. Du hast zwar immer so kurze Touren gemacht, aber dafür sind die richtig spannend und atmosphärisch. Hier unten sind wir gerade in die Tour eingestiegen. Und dann kommt man hier zu so einem Platz nochmal. Zoom nochmal raus, dann seht ihr das immer in der Übersicht. Also da rechts kommen wir her. Hier ist dann das riesige Aviarium. Dann hast du hier nochmal einen riesigen Wegplatz gebaut. Auch nochmal mit Beobachtungsgalerien. Ist das hier schon Gehege hier vorne? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, das ist einfach nur so ein Fluss, den du eingebaut hast. Hier das Ganze. Und dahinter kommt erst das Gehege. Auch mega gut gemacht. Hier hast du dann auch gar keinen Zaun vorgemacht, sondern alles mit Stein abgegrenzt. Und hier dann so ein Stück mit Zaun. Finde ich mega gut. Sind die denn Dinos? Ja, da sind Dinos. Ich fliege jetzt einfach mal ganz frech da rein, damit ich die sehe. Das sind Paris. Wie schön. Und da ist auch nochmal ein Nigersaurus, auch mit einem wunderschönen Skin. Ich zoome einfach nochmal raus, dann seht ihr es in der Übersicht. Zu dem Park hätte ich halt locker 3 Videos oder so machen können. So viel Liebe zum Detail stecken hier drin. Also es ist wirklich wieder eine 10 von 10. Einer der besten Parks, die ich je besichtigt habe. Oh, schaut mal, jetzt sind wir wieder hier. Also ich glaube, ich bin gar nicht so einen schlechten Weg gelaufen. Weil das hier sind die Hotelanlagen, wo wir am Anfang waren. Das sind die Gallis, die Stegos und die Paras. Und hinter der Galerie ist dann auch nochmal so ein richtig cooler Besucherbereich. Ich finde das aber auch mega cool, dass du hier den Fluss so richtig cool durchgeführt hast. Das sieht echt nice aus. Und dann hast du hier sozusagen eine kleine Brücke gebaut, die dann hier rüber führt. Dort kann man sich dann auch nochmal was zu essen, zu trinken holen, auf Toilette gehen. Eigentlich alles, was man braucht. Jede Ecke sieht hier so gut aus. Das ist so krass. Und das ist auch echt ein cooler Skin für den Nigersaurus. Hab ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, hier ist aber eine Sackgasse. Sieht auch interessant aus. Da hinten ist nochmal so ein Chill-Bereich für die Besucher. Das ist einfach nochmal so eine Chill-Area. Finde ich auch eine coole Idee, so als Dead-End. Und jetzt gehen wir hier bei der Brücke nochmal in die andere Richtung. Schlängeln sich auch nochmal wunderschön die Wege entlang. Und ihr seht schon, es geht wieder zurück zum Eingangsbereich. Da ist er. Das hier ist nämlich das Gehege, was wir vorhin schon gesehen hatten. Hier sind die Deinonychus drin. Da oben hatten wir die vorhin beobachtet beim Fleischfutterspender. Aber das heißt für uns Leute, weil wir sind jetzt genau wieder hier vorne beim Besucherzentrum. Das heißt, wir sind perfekt im Kreis gelaufen. Also du hast das Wegenetz super durchdacht. Das ist wirklich beeindruckend. Also dass ich mich nicht verlaufe in dem Park, der so groß ist, das ist eine Meisterleistung. Also den hast du wirklich gut geplant. Aber ich glaube, das sieht auch alles komplizierter von oben aus, als es ist. Weil im Endeffekt ist es halt nur so, dass man hier lang geht und dann einmal hier außen rum. Das sieht alles so wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt zeigen soll zum Abschluss. Der ganze Park ist einfach mega schön. Also wirklich eine 10 von 10. Einer der besten Parks, die ich je gesehen habe. Mich würde echt interessieren, wie viel Arbeit du hier reingesteckt hast. Und das Schöne ist ja, ich kann das Ganze für euch hochladen. Das heißt, wenn ihr diesen Park nochmal ein bisschen genauer begutachten wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, dort ist das Safe Game zu finden. Weil ich habe dem Park auf jeden Fall jetzt nicht die Zeit gewidmet, die er verdient zu bekommen. Weil hier ist so viel Liebe zum Detail drin, könnte man noch stundenlang sich Sachen angucken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das Schöne ist halt auch, hier kann man sich so viel Inspiration holen für seine eigenen Parks. Also vielen, vielen lieben Dank, Adrian.
Hat mega viel Spaß gemacht. Das ist echt ein richtig, richtig toller Park. Und ich würde sagen, schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Park von Adrian findet. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.